Scannst du wieder? Ich danke dir. Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Was ist das? Geht's dir gut, BD? Gut gemacht. Wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Logs, gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi.
Und möge die Macht mit dir sein. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Weißt du, ich war allein und das... Tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey, kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Ich habe gefunden, was ich sehen sollte. Hört sich ganz so an. Wir warten. Mein Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datomir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist: dunkel. Danke, BD1. Zurück wird's schneller gehen.
Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD1? Komm an Bord. Wir reden drin. Oh, BD1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Motorgewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holochron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Druiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holochron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Hör zu, bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Seid dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Hey, Grease, was ist das? Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Dachte, du hast die Natur. Wenn sie da draußen ist, schon. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe, da geht mir das Herz auf. Gut, mal sehen, ob ich welche finde.
wir. Fühlt ihr die Macht überhaupt noch? Ja. Aber statt mich zu öffnen, unterdrücke ich sie. Du solltest genau das Gegenteil tun. Draußen fiel mir etwas über mich von vor der Auslöschung ein. Das war schmerzhaft, aber auch wie ein verlorener Teil von mir. Das ist gut. Du lernst, die Macht wieder zuzulassen. Wie könnt ihr das sagen? Weil ich weiß, wie es ist, ohne sie zu leben. Okay, ich versuch's weiter. Wählst du unser nächstes Ziel? Folg deinem Instinkt. Du weißt, wer ich bin. Ich kam nach Bogano, um einen alten Meister Eno Cordova zu finden. Hallo auch dir. Ihr müsst viel Zeit miteinander verbracht haben, ganz allein auf dem Planeten. Dann muss er direkt nach deiner Aktivierung gegangen sein. Erinnerst du dich daran, was Cordova als letztes zu dir sagte? Viel Glück, Lady. Möge die Macht mit dir sein. Ah, das Lock für Kerl. Sonst nichts? Setz dich, Junge, wir landen gleich. Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Okay, festhalten, festhalten, festhalten. Perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Kerl, hier drüben. Gute Arbeit auf Bogano. Je mehr Infos wir über Cordova und die Sepho sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich habe von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Sepho besessen war. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Du solltest aufbrechen. Hier gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Gute Arbeit. Geschafft. Geschafft. Hoffentlich hast du nichts abgekriegt. Was glotzt du so? Mit wem redest du? Mit meinem Chef. Dementis. Guter Name. Klingt gewaltig. Ach, was weißt du schon? Hast wahrscheinlich nie ein Schiff geflogen. Vielleicht bringe ich dir mal bei. Wenn du mit deinem Jedi-Zeug fertig bist, kriegst du auch einen kleinen Nachlass. Gute Landung. Was? Oh ja, ganz locker. Kinderspiel für einen guten Piloten wie mich. Vor allem in einem klassischen PC. Das Baby war ein Mordschnäppchen. Ich musste aber niemanden töten dafür. Ich hab's gekauft. Also nicht direkt, aber so gut wie. Also eine kleine Leihgabe. Naja, eher eine große. Es ist gut. Alles gut. Wirklich gut. Hast du denn kein Jedi-Kram zu erledigen? Los, Kleiner.
Sie ist verriegelt. Was Brauchbares? Ich glaube, sie ist versiegelt. Danke dir. Freundlich auf. Aufpassen, BD. Hast du was? Cal, kannst du mich hören? Imperium. Sie haben Zepho. Wären Sie der Mantis gefolgt, hätten Sie uns schon längst umzingelt. Suchen Sie etwa nach den Gräbern? Hoffentlich nicht. Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei Ihnen einzuklinken. Hat mit diesem Stoff ihr Kind warm gehalten. Sie waren auf der Flucht. Und zwar hier. Hey, kannst du mehr tragen? Danke, BD.
unten ist noch jemand. Angekommen. Du hast sie alle ausgeschaltet. Komm wieder her. Was war da drin? Hey, BD1. Gut gemacht. Nimm sie und geh. Ich locke sie weg. Oster, nein! Hab hier einen Eindringling. Ich höre dich. Greif ihn an! Ich treffe ihn nicht. Wir haben offenbar keine Nahkampfunterstützung mehr. Hast du was? BD1, hier rüber. Das sind alles Lügen. Das Imperium wollte nur das Land.
ich nicht weggelaufen, hätte er mich umgebracht. Dann würdest du wenigstens nicht... Jemand anderer soll ihn ausschalten! Okay. Was ist es? Mein Freund, seit ich Mogano verlassen habe, habe ich mehr über die Sepho erfahren, als ich für möglich hielt. Ich kann sie nicht öffnen. Du kannst das Imperium nicht besiegen.
Das könnte ein Problem werden. Ich sehe nach. Danke, BD-1. Muss einer der Sepho sein. Wir sind auf der richtigen Spur, was? Wir haben hier einen Eindringling. Ja! Ich mach die ganze Arbeit nicht alleine! Feuern und vorrücken!
Du hast sie alle ausgeschaltet. Sienna, kümmere dich um Sienna. Ich kann's nicht verschieben. Was machst du hier?